Was taucht denn hier in der DSDS-Jury auf? Erstmals fehlte Dieter Bohlen in der DSDS-Jury. Aber auch das neue Expertengremium hat einiges zu bieten. Mit Florian Silbereisen, Ilse de Lange und Tobi Gatt im Expertengremium wird DSDS in aber Musik zum Beispiel nie, mit Hilfe von Enthusiasmus, aber zufälligerweise schwer zu beurteilenden Urteilen, die garantiert gleich herauskommen. Obwohl die Sänger auf einer emotionalen Achterbahnfahrt fahren. Und das ist die einzige Neuerung im Zusammenhang mit DSDS. DSDS 2022. Was sind die Neuerungen? Na, welcher Fleck hat die begehrte DSDS-Rückrufbenachrichtigung? Gelb? Nein, nicht von diesem Jahr. Denn neben einem Haufen neuer Experten, ZB neue Regularien, dazu. Tickets im Recall haben jetzt eine neue Farbe, blau genannt. Beim Staffellauf findet der Wettkampf dort statt, wo das Leben spielt, mitten auf dem Marktplatz. Mit ihren Tagträumen. Mitreißendes Flair lieferten in diesem Jahr Wernigerode und Burghausen als Sets mit den Trommel-Episoden der Jury. Jeder kann mit den Schauspielern zusehen, wie sich die Kandidaten in einem gläsernen Hexagon der Jury präsentieren. Auf der Suche nach neuen Superstars, transparenter denn je. Zum Beispiel waren Genres von Hits bis Rap, Oldies bis Hardrock noch nie so kompliziert. Ebenfalls neu bei DSDS. Wer an dieser Stelle den begehrten Rückrufbescheid erhält, kann sich am Ende dieser besonderen Castingfolge erneut vor der Jury beweisen. Um sich ein Ticket für die Auslandsvorladung nach Apulien zu sichern. Nur die 25 besten Sänger erreichten in Italien die Recall-Quote. Ilse Dange, Florian Silbereisen und Tobi Gatt, drei Casting-Kandidaten, gewannen beim ersten Casting Tickets nach Italien mit ihren goldenen CDs. Warum sehen Michael Wendler und wie ein TV-Juror aus? Mithilfe seiner Telegram-Gruppe machte Michael Wendler diverse verstörende Äußerungen, doch nach der Ausstrahlung der ersten Folge wurde diese definitiv komplett gelöscht, inklusive aller nachfolgenden Folgen. Er wird grau, Meinungen werden auf ihn geworfen und alles, was er sagt, wird blutig sein. Ist das Zensur? Nein, denn die Meinungsfreiheit wird in diesem Datenschutzverhältnis nicht verletzt, zum Beispiel Wendlers Zustimmung zu RTL in